Bitte scannen Sie zum Bestellen Ihren U-Chip. Besserer Verkaufsautomat. Aber der Chill, der macht so viel Kraft. Panik! Hey, Foster, zu schade, dass du nicht so kreativ bist. Eine Dose Spankles? Da bist du, ungezogene kleine Spankles. Komm zurück zu Papa. Ich habe Ihnen eine Mini-Knackwurst mitgebracht. Wieso um alles in der Welt? Ich bin eben nett. Oh, was tun meine Fans nicht alles, um sich bei mir einzuschmeicheln? Ich bin ein Sozialaufsteiger. Offensichtlich. Es gibt wohl für alles ein erstes Mal. Haben Sie keine Brosche? Hunderte, mein Lieber. Zu Hause. Hey, Reggie. Für Sie immer noch Reginald, ja? Bis dann, Reggie. Bis heute Abend. Oder auch nicht. Thank you.
Bitte scannen Sie zum Bestellen Ihren U-Chip. Willkommen, Bürger. Bitte scannen Sie zum Bestellen Ihren U-Chip. Über die Anlage ertönte im ganzen Café Musik. Hurra! Noch ein Kunde! Verzeihung, aber dies ist die VIP-Lounge. Sie haben aktuell nicht die benötigte Verzeihung, aber dies ist die VIP-Lounge. Sie haben Verzeihung, aber dies ist die VIP-Lounge. Sie haben aktuell nicht die benötigte Verzeihung, aber dies ist die VIP-Lounge. Sie haben aktuell nicht die benötigte Verzeihung, aber dies ist die VIP-Lounge. Sie haben Verzeihung, aber dies ist die VIP-Lounge. Sie haben aktuell nicht die benötigte Verzeihung, aber dies ist die VIP-Lounge. Sie haben aktuell nicht die benötigte Verzeihung, aber dies ist die VIP-Lounge. Sie haben Verzeihung, aber dies ist die VIP-Lounge. Sie haben aktuell nicht die benötigte Verzeihung, aber dies ist die VIP-Lounge. Sie haben aktuell nicht die benötigte Verzeihung, aber dies ist die VIP-Lounge. Sie haben Verzeihung, aber dies ist die VIP-Lounge. Furchtbare Musik, die in der VIP-Lounge gespielt wird. Verzeihung, Bürger. Wollen Sie das melden und beantragen, dass sich ein Techniker mit Ihrem Problem befasst? Natürlich! Ich möchte, dass das sofort behoben wird. Bestätigt. Verzeihung, aber dies ist die VIP-Lounge. Sie haben aktuell nicht die benötigte Menge Kudos. Danke für Ihre Geduld. Geduld.
Anschließend scannen Sie zum Bestellen Ihren U-Chip. Der Pöbel macht so viel Krach. Die kleinen Lautsprecherroboter waren nun im Alarmzustand. Bitte scannen Sie zum Bestellen Ihren U-Chip. Die Stadt lächelt herab, ihr Atem Minskes Unglück. All unser Dunkel saugt sie ab, lässt nur ein Lächeln zurück. Die Stadt lächelt herab, ihr Atem Minskes Unglück. Der Roboter wusste nicht so recht, mit den neuen Daten umzugehen. Roboter arbeiteten nebenbei als 1CUs Alarmbots. Okay, Bürger Graham, Sie wissen, wie es läuft. Ruhe bewahren, während ich die Gegend scanne. Ich bin ruhig. Haben Sie Informationen über den Grund des Alarms? Ich glaube, vorhin hat dieser Dichter darum gemacht. Ich untersuche das. Ich empfehle Ihnen, sich vom Verdächtigen fernzuhalten. Sie dürfen jetzt weitermachen. Scannen Sie zum Bestellen Ihren U-Chip. Ich mit festem Tritt in mein Lieblingscafé zu sehen, Union City. So schön, das Herz lässt's aufgehen. Sicher könnt ihr mich alle verstehen. Eines Tages schritt ich mit festem Tritt in mein Lieblingscafé zu sehen. Reginald würde wohl kaum gefallen, wie der Roboter seine Dichtung vortrug. Sicher könnt ihr mich alle verstehen.
Reginald giftete den Café-Druiden wegen der geänderten Musik an. Verzeihung. Es ist noch nichts dabei. Was gibt es? Reg? Ja. Bis dann, Reggie. Bis heute Abend. Oder auch nicht. Bitte scannen Sie zum Bestellen Ihren YouTube. Eines Tages schritt ich mit festem Tritt in mein Lieblingscafé, zu sehen Union City. So schön, das Herz lässt aufgehen. Sicher könnt ihr mich alle verstehen. Reginald wäre entsetzt darüber gewesen, wie der Roboter seine Dichtung vortrug. Alles in Ordnung. Bitte Bereich räumen, Bürger. Ich bin ein Muskelpaket. Alles in Ordnung. Bitte Bereich räumen, Bürger. Blechdosen sehen doch alle gleich aus. An alle Sozialaufsteiger, passen Sie Ihre Ambitionsbrosche hier an. Frohen Ambitionstag, Sir. Jetzt Schritt 2. Zeit, Ihr Lieblingshologramm auszuwählen. Tun die unterschiedliche Dinge? Oh nein, sie sehen nur anders aus. Sobald Sie Ihre Wahl getroffen haben, sind wir fertig. Bitte das gewünschte Hologramm wählen. Alles in Ordnung. Bitte Bereich räumen, Bürger. Für mich muss es das Joey-Hologramm sein. Ich liebe ihn so sehr. Wundervolle Wahl. Niemand wird je Ihre Hingabe anzweifeln. Fertig. Ihre Ambitionsbrosche ist abholbereit. Danke. An alle Sozial. Jetzt enthielt meine Ambitionsbrosche Reginalds Poesie. Genau das, was Tarquin suchte. Hier an. Hast du kurz Zeit? So schön, Sie zu sehen, Mr. Grundy. Alles in Ordnung. Bitte Bereich räumen, Bürger. Bis dann, Holo. Kommen Sie wieder, wenn ich die Ambitionsbrosche anpassen soll. An alle Sozialaufsteiger, passen Sie Ihre Ambitionsbrosche hier an. Willkommen, Bürger Graham. Wohin möchten Sie? Bring mich zu meiner Wohnung. Gewiss, Bürger Graham. Hast du kurz Zeit? Verzeihung, falls mein schwatzhaftes Grübeln gestört hat. Hallo? Guten Tag, Master Grundy. Noch ein Gedicht? Ich habe beschlossen, weiter an dem Furzgedicht zu arbeiten. Aber lassen Sie mir gern Inspirationen zukommen. Ich würde mich auch erkenntlich zeigen.
Ich halte die Augen offen. Ich habe dir etwas Inspiration besorgt. Bravo, Sir! Und wo war sie? Immer am letzten Ort, an dem man sucht. Möchten Sie mir vielleicht... Unbedingt. Bitte sehr. Oh, Sir! Was für eine Ansammlung von Worten! Das wird die Menschen an ihre Sitzgelegenheiten fesseln und ihnen den Atem rauben. Master Reginald wird einen Rausch der Gefühle erleben, wenn ich es vortrage. Na, ganz bestimmt. Ich möchte gar nicht wissen, welche Gefühle. Danke, Sir. Na, dürfte ich Ihnen ein Zeichen meiner Dankbarkeit überreichen? Wenn du damit ein Ticket für die Gala meinst, dann ja. In der Tat. Danke, Tarquin. Und alles Gute für deinen Auftritt. Sir, ich danke Ihnen. Das wird ein unvergesslicher Abend. Oh, es gibt ein kleines Problem, Sir. Welches denn? Ich glaube, Ihre Kleidung ist etwas unpassend für die heutige Soiree. Vielleicht kann ich etwas für Sie auftreiben. Das wäre zu freundlich. Tarquin hatte mir einen Smoking besorgt. Sah aus, als könnte er passen. Echt schick, Rob. Hebeblätter sollen an einer Maschine gut aussehen. Das sagen zumindest all die populären Droiden. Hey, Joey. Was denn, Foster? Glaubst du, Reginald wird wütend sein, wenn Tarquin sein Gedicht liest? Absolut. Das lasse ich mir nicht entgehen. Reden wir später, Joey. Okay, Foster. Eine Karawane aus Kryptiden. Da glaubte wer an Monstergeschichten. Du hast dich umgezogen. Zu welchem Anlass? Ich wusste, dass Songbird sauer war, weil sie nicht zur Gala durfte. Ich gehe zur Ambitionsgala. Ich glaube, die Entführer der Kinder könnten dort sein. Die Gala? Wow, nur nicht so viel Rücksichtnahme. Ich wäre dort, wenn du nicht gerade mein Leben ruiniert hättest. Tut mir leid. Naja. Ich schätze, es gibt Wichtigeres als eine Party. Zum Beispiel? Diese Kinder sind in Gefahr, oder? Graham wollte sie retten? Ja. Ohne ihn wäre ich niemals so weit gekommen. Dann solltest du sie besser retten.
Für Graham. Für Graham. Während ich die Opulenz des Ambitionsgala-Spektakels betrachtete, fiel mir eine Bewegung auf einem der Gehsteige auf. Das mussten die Leute sein, die ich suchte. Die, die mich zur Milo führen würden. Ich musste irgendwie auf diesen Gehsteig kommen und herausfinden, wo sie hin wollten. Zügle deine menschlichen Instinkte. Keine Zeit für Snacks. Das sah ziemlich lecker aus, aber ich war hier, um Antworten zu finden, keine Snacks. Zügle deine menschlichen Instinkte. Keine Zeit für Snacks. Das waren wirklich noble Sandwiches. Die Rinde war weggeschnitten. Zügle deine menschlichen Instinkte. Keine Zeit für Snacks. Für Wendels fabelhafte Minicars war diese schicke Party doch nicht der richtige Ort. Zügle deine menschlichen Instinkte. Keine Zeit für Snacks. Das sah ziemlich lecker aus, aber ich war hier, um Antworten zu finden. Keine Snacks. Zügle deine menschlichen Instinkte. Keine Zeit für Snacks. Tut mir sehr leid, Mentor Alonso. Ich weiß nicht, was passiert ist. Das reicht nicht, Astrid. Überhaupt nicht. Immerhin ist das hier die Ambitionsgala. Ja, Sir, natürlich. Und Sie glauben, jemand hat den Feuerwerksprojektor manipuliert? Ich bin nicht ganz sicher, aber bei der Probe hat er einwandfrei funktioniert. Egal. Ich gehe davon aus, dass das Problem jetzt gelöst ist. Und dass Sie die Sache von jetzt an im Auge behalten. Oh, ja, Sir. Und Sie lassen Ihre Station nicht mehr unbeaufsichtigt? Auf keinen Fall. Verlassen Sie sich drauf. Also, zurück ans Werk, Mr. Grundy, welch angenehme Überraschung. Natürlich birgt der Ambitionstag immer Überraschungen. Kommt nur darauf an, wen man kennt, oder? In der Tat. Ich würde zu gern mehr darüber erfahren, wen genau Sie kennen. Was machen Sie denn hier, Alonso? Ich überwache das Wohlergehen aller Anwesenden. Wie Beamtin Orana? Beamtin Orana war für die Vorbereitung zuständig. Ich sorge dafür, dass die Veranstaltung selbst glatt läuft. Klingt anstrengend. Ist es nicht. In Union City läuft nie etwas schief. Kommt Beamtin Orana heute? Warum fragen Sie? Gibt es ein Wohlergehensproblem? Er liebt Sie. Nein, ich hatte nur erwartet, dass sie kommt. Nun, tatsächlich war sie eben noch hier. Sie haben sie wohl verpasst. Wo ist sie hin? Keine Ahnung. Sie ist so ein fleißiges Bienchen. Genießen Sie die Party? Die Ambitionsgala bringt mich immer zum Lächeln. Ich sehe Reginalds poetischer Darbietung voller Vorfreude entgegen. Seine Vorträge waren stets so amüsant. Ist Ihnen vielleicht etwas Ungewöhnliches hier aufgefallen? Inwiefern ungewöhnlich? Ach, schon gut. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Nicht doch, Mr. Grundy. Doch ich muss Sie warnen. Wenn Sie etwas Verdächtiges bemerkt haben, müssen Sie es sofort der zuständigen Behörde melden.
Verstanden, Mentor Alonso. Zu Befehl. Wie läuft's so, Alonso? Alles bestens, wie erwartet. Und so soll es auch bleiben, ja? Danke, Alonso. Dafür bin ich ja da. Foster, ein guter Rat. Vertraue nie jemandem mit dicken Augenbrauen. Ich weiß nicht warum. Es war nur Smalltalk. Ich sage immer, beurteile eine Gesellschaft nach ihren Feuerwerkspartys. Ich weiß nicht warum. Es war nur Smalltalk.